Hallo, wunderschönen guten Abend. Ich habe hier ein ganz tolles Gästebuch zur Hochzeit meines Sohnes, wenn der in diesem Jahr heiraten wird. Und damit möchte ich Sie dann überraschen. Da kann man eine Karte ranstellen, die liegt gleich mit dabei. Bitte verewigt euch in unserem Gästebuch. Vielen Dank. Und auf der Rückseite steht: Gästebuch. Bitte macht uns eine Freude und schreibt uns ein paar schöne Worte. Vielen Dank. So, das stellt ein Lichtmann dabei oder stellt das mit einem Aufsteller irgendwie hin und dann liegt das Gästebuch da und da kann jeder was einschreiben. Zu Beginn kommt hier so ein Begrüßungstext, euer Brautpaar, so, dann ein Spruch von Mark Twain auf der linken Seite. Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemand, um es mit ihm zu teilen. Mark Twain. Hochzeitsgästebuch von, da kommen dann die Namen von unseren Kindern rein und da können sie auch ein Foto dann von sich reinkleben. Und hier stellen sich Braut und Bräutigam vor und ein paar kurze Eckdaten zu ihrer Beziehung. Hier können sie noch die Kurzgeschichte ihres Kennenlernens verewigen und ab dann geht es dann auf 84 Seiten weiter, nur mit einem kleinen Zweig als Deko und den Rest sollen die Gäste bedienen. Also legt man dann Farbstifte mit dazu und ja, und am besten ist natürlich diese Sofortbildkameras, dass man da eine hinlegt und dann können die nämlich ein Foto machen, können das mit reinkleben. Das sieht dann ganz toll aus. Das wird ein richtig schönes Album. Meine Schwiegertochter hatte das schon zu ihrem 30. Geburtstag gemacht. Da fand ich die Idee schon toll. Und jetzt zur Hochzeit habe ich das dann mal in die Hand genommen. Ja, das ist dann die Rückseite von dem Gästebuch. Eine wundervolle Idee. Dieses Motiv hat es mir sehr angetan. Es gibt wohl bei diesem Händler auch andere Motive. Und auch mit vorgefertigten Texten. Ich wollte das jetzt nicht so. Ich dachte, die Gäste, die können sich alleine Sprüche und solche Sachen ausdenken. Und dieses Frage-Antwort-Spiel ist nicht jedermanns Ding. Machen Sie es lieber selbst. Also habe ich es so gewählt. Und nun freue ich mich darauf, dass ich irgendwann das direkte Datum mitgeteilt bekomme. Okay, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss!